Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge haben wir hier wie heißt dieser Ort nochmal? Warum gucke ich eigentlich auf den anderen Bildschirm? Ich habe jetzt hier einen. In Dalimir, mein Gott. Wir haben in Dalimir einige Quests erledigt. In der letzten Folge haben dieses Tor geöffnet bekommen mit der Hilfe von Luba und jetzt gehen wir hier hin und tun hier Damekia infiltrieren, ne? Und wir sollen dadurch durch die Mine gehen, weil die Soldaten von 20 Millionen verschiedenen Ländern da alle sind und ja, ist halt nicht gut, ne? Wir müssen nach Drachen fangen, genau. Und ja, gucken wir mal. Und da ist der Kristall drinnen, ne? Diesen riesigen Berg, oder? Sieht man ja auf der Weltkarte. Da sind wir. Drachenfang. Ha. Kupka versteckt sich dort drin. Und wo er ist, werden auch unzählige Wachen sein. Alle in Bereitschaft. Du wirst deinen Scharfsinn brauchen, und zwar nicht zu knapp. Sei vorsichtig. Natürlich, Onkel. Na, kommst du nicht mehr mit? Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Nach der Katastrophe am Phönixtor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz, wie ein Feigling. Es tut mir leid. Onkel, bitte. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Du hingegen... Nein. Vergib mir, aber ich kann nicht. Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Für Freiheit. In der man in eigener Verantwortung lebt und stirbt. Ich wuchs in einem Land auf, in dem es Trägern besser ging als anderswo. Erst viel später erkannte ich, das war kein Zufall. Mein Vater war es, der für die Träger gekämpft hat. Willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog, sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz. Als er mich, als er seine Schulter berührt hat, hat der Controller vibriert. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Canva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Dir auch, Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich. Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und du natürlich auch, Torgal.
Na, hoffentlich schafft er es lebend zurück nach Hause. So. Ja, zurück zum Geschäft. Es gibt noch einige Körperteile, die wir nicht abgehakt haben von dem Typen. Oh, es geht direkt los. Okay. Das nächste Ding, die ja wieder. Warte, was? Wo ist denn das? Haben wir schon wieder die ganze Karte hier übersprungen? Habe ich mir gerade mal. Geht doch gar nicht. Soll erkunden ein bisschen. Ein bisschen wenigstens. Jetzt einfach hier durchgerast, als wäre nichts. Was es hier noch zu gibt. Was es hier noch so gibt. Übrigens, dieses eine Gebiet, wo ich letztens gesagt habe, da waren wir schon, ne? Da ist irgendwie so eine komische Wand, die ich nicht hochklettern kann. Da geht es eindeutig noch weiter, aber da kann man nicht hoch irgendwie. Es sieht irgendwie so aus, als könnte man nur von da aus. Nice. Jetzt könnte man von da aus irgendwie hier von oben da runterfallen oder so. Oder runterrutschen. Aber da kommt man definitiv nicht hoch. Außerdem war da so ein blöder Salamander. Deswegen konnte ich mich vielleicht jetzt nicht so gut da umschauen, aber ich meine, da kann man irgendwie nicht hin. So, haben sie das ganze Gebiet hier hingepackt und ich. Hier gibt es nichts zum Looten. Also allein sammeln, mein Junge. Heiltrank, okay. Das ist mir ein super Trank. Nein, okay. Na gut. Dann gehen wir mal. Hier gibt es ja nichts mehr, ne? Neue Mission, nein, Post, können wir später. Na gut, dann gehen wir mal da rein, nach Drachenfang. Anders als die übrigen Mutterkristalle, die in den Himmel über Valisthesia ragen, liegt Drachenfang tief in der Geode eines Bergmassivs verborgen. Habe ich mir schon gedacht. Dann gehen wir mal da rein. Ich war schon gedacht, dass der Kristall irgendwie so drin ist. Oh. Sehe die Prothese von aus meinem Blickfeld. Ich töte dich, Rossfield. Sieht aus wie diese Prothesen von Jamie aus Game of Thrones. Genau so eine Metallhand. Der Tisch wird dir nichts mehr zu leide tun. Ja, das ist der Typ, der ihn gerettet hat, ne? Hättest du nicht gestört, wäre er tot. Denkst du etwa wirklich, dass du diesen Kampf noch gewonnen hättest? Titan hätte ihn zermalmt! Und wie hätte er das geschafft, ohne seinen Kopf? Klappe! Du warst nicht stark genug. Und du nennst dich einen Dominus. Jedenfalls bislang. Dein Maul werde ich stopfen. Siehst du, Hugo, du bist schwach. Doch solange dieses Feuer noch in dir brennt, ist nichts verloren. Soll ich dir verraten, wie du dich an ihm rächen kannst? Sag's mir, was muss ich tun? Bitte, ich tue alles. Sag's mir. Der Kern. Was ist damit? Des Mutterkristalls Kern. Die geballte Konzentration von Äther darin ist allgewaltig. Vielleicht liegt darin der Schlüssel
Natürlich würde der Kristall seinen Segen keinem gewöhnlichen Mann gewähren. Doch du bist auch kein gewöhnlicher Mann, oder, Hugo? Clive Rossfield hat deine Macht geraubt, aber anderen ist dies auch widerfahren. Und dennoch haben sie die Kraft gefunden, ihre Esper zu beschwören. Okay, was hat es mit dem Typen auf sich? Mythos ist hier? Sehr wohl, wie ihr befehlt. Ultima. Ab hier werde ich alles übernehmen, O Majestät. Okay. Redet er mit Ultima? Ist das der Typ in der Kapuze, den wir noch nicht kennen? Ich habe so das Gefühl, wir kloppen uns bald mit Titan. Schon wieder. Also mit dem echten Titan. Echt jetzt? Also wir jetzt irgendwo anders essen können, ne? Er hat echt hat die Leiche da eingeschickt, damit er mit seinen Kumpels essen kann. Orks. Mordor. Haben die Valuta sie hergebracht? Schleichmission. Untertage. Was mit der Fäulnis zu tun, von der wir noch nicht so viele Informationen haben, aber die immer erwähnt wird. Ja, ich meine, wenn man das irgendwie da vorbeischleichen sollen, okay, sind immer noch Level 28. Also sehr viel einfacher wird das Spiel irgendwie auch nicht. Na, vielleicht werde ich einfach nur besser als ihr Spiel. Na, ich dachte, jetzt sehen wir vielleicht den. Ich dachte, jetzt sehen wir vielleicht den anderen Typen. Sieht aus wie so ein Gebiet aus Herr der Ringe.
zack, zack. Bonk. Für die Strategie gut. Wo bist du denn? Gib mir Donner. Hat mich angreift, ich hab's genau gesehen. Zack. Geräusch kommt aus meinem Controller, aber hört man nicht. Zensiert. So viel zur steinernen Wache. Dalmekias Elite. Achso, die Leute, die abgemetzelt wurden. Ich dachte, er meint die Orks. Erhöhter Widerstand. Ja. Schamane, nein, danke. Da ist ja noch einer. Komm her, komm her. Hat immer funktioniert, ne? So, gleich schon wieder Level up. Ich krieg irgendwie voll viel Erfahrungspunkte, oder bin ich mir nur ein? Nur ich dachte, ich war dagegen ab, ne? Ich begrüße es sogar. Ja, liegt wahrscheinlich der Grund, warum ich immer levelt bin, liegt wahrscheinlich daran, weil ich die ganze Zeit diese eine Ausrüstung ausgerüstet habe, ne? Wer mehr Erfahrungspunkte, mehr FP und also was gibt, ne? Warum sollte ich das ablegen? Ich denke gar nicht dran. Ne, ne, ne. So, wer wartet hier auf mich? Ich habe eine ganz besondere Kombo für euch. Ja, was geht, na? Arsch heißt der Gebiet, von dem die kommen. Ich muss schon sagen, wir sind doch ein Dings. Der da oben? Kommt der da hin? Mach mal den hier. Ja, der tue dich auf. Und tanze für mich. Irgendwas Großes. Kann doch jedes Mal. Jetzt alle mit einem Schlag weg. Oh. Den trete ich mal aus wie eine Zigarette. Oh, nicht voll zu spät. Oh, die treffen mich jetzt. Zack, zack. Oh, Level up. Ding. Alles klar. So, bis jetzt ist es ja noch chillig, ne? Aber jetzt sind ja nur normale Gegner, ne? Machen wir auf den ersten Mini-Boss oder Boss. Nein. Nein. Verwirrt. Drück. Ja, Gunst des Blitzes. Kugelblitz. Es hat der eine, was mir irgendwie so Blitze um mich herum, nee, Feuer war das, ne? Irgendein Skill hat irgendwie so komische Bälle um mich herum erzeugt. Ich weiß nicht, ob ich glaube, da war Feuer, ne? Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Ich habe es ja schon gesehen, Clive. Ich will mich nur halt umschauen. Okay. Okay, wie soll ich denn hier bitte schon kämpfen?
oder normale Gegner. Oh. Nicht so dicke Leute. Da bin ich mittlerweile so stark, dass die gar nicht mehr so stark sind. Da habe ich schon schreckhaft irgendwie den Angriff eingesetzt. Ich hau die Treppen um die Ohren. Sehr geil. Boah. Zeit, in der er noch irgendwie sich nicht bewegen kann nach diesem Move, ne? Guten Abend, ich bin euer erster Boss für heute. Ja. Au. Ja, ist wieder ein neuer Gegner, muss ich mich erstmal. Was? Oh. Zweck teleportiert. Nein, zu spät. Oder zu früh, keine Ahnung. Irgendwas. Irgendeins von den beiden. Hau! Hör auf mit diesen blöden Bällen. So viel Schaden, ne? Jetzt haben wir nur Level 28. Und Level den Gegner endlich hoch. Ich bin mal weg. Ja. Ah. Nicht gut. Glaube ich fast gut. Hä? Jetzt setzt du nicht mal deine Feuerbälle ein. So, jetzt bin ich bereit. Aber oh, du bist weg. Machen wir mal den hier. Vielleicht schlägt er einfach nur so schnell zu, dass er irgendwie so aus, als würde er mit einem Schlag mit einer Hand irgendwie die ganze Zeit punchen. Ist wahrscheinlich der Fall, ne? Oder sieht irgendwie so aus, als würde er nur mit einer Hand irgendwie die ganze Zeit schlagen. So. Und da lag er. That's all she wrote. Ich bin von irgendwo gekommen. Lass mich erst noch mal gucken. Darf ich lange denn noch verwundbar ist danach, ne? Weil außerhalb des Kampfes macht, ne? Wir waren ja nicht irgendwie, weil nicht. Irgendwie so abkürzen kann, ne? Oder sich schnell durch die Gegend bewegen kann. Oh, wir sind schon da. Okay. Oh, das ist so was von Bosskampf raus. Ich dachte, wir sind ursprünglich nicht hingekommen wegen dem Kristall, ne? Aber scheint irgendwie sehr praktisch auf dem Weg zu liegen. Oder sich. Kristall nicht genug wäre. Er musste sich auch ein Schloss einbauen. Warte, habe ich gerade keine. Ausgerechnet jetzt. Doch, da ist mal was. Irgendwann muss mich hier heilen kommen. Danke. So, gegen wen oder was kämpfe ich denn jetzt hier? Hallo, na? Gegen dich? Und die Prüfung beginnt. Sieht aus wie so ein ganz klassischer Final Fantasy Charakter. So wie die Artworks von so Final Fantasy Charakteren. Die sind ja normalerweise immer so
mit so weißen Haaren, so blasser Haut und so dunkle Lippen. Oh Gott, ah. Er sieht so aus wie so ein klassischer Artwork von so Final Fantasy und so Oldschool Final Fantasy. So, Phrenos, sagt mir nichts. Das ist wie so verwandt mit Titan. Ich mach dich platt, Titan. Bonk. Ich weiß nicht, ob das ist das überhaupt sicher so. Ah. Man ist ja nicht verwundbar, ne? Bei diesen, wenn man diesen Angriff macht, oder? Komm her. So ein geiler Angriff, ne? Oh, ich wusste es. Ich bin extra nicht rein ausgewichen. Ganz vergessen. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall gebracht, hier diese ganzen super starken Angriffe zu lernen. Selbst der Angriff macht viel Schaden. Wie wir ihn abgezogen haben. Was? Mich gar nicht schlecht an gegen den, aber der ist auch irgendwie nicht schwierig, sehr langsam, ah, zu spät, oh. Also früh eins von beiden, sagt nein, ich bin immer einen Schritt zu weit entfernt, ich treffe den mit dem ersten Angriff nie. Kannst du dich vielleicht mal verwandeln oder irgendwie so? Ja. Nein. Da konnte ich mich für eine Millisekunde nicht entscheiden. Da, Dreck. Ah, okay, schaffen wir aber. Ich meine, offensichtlich. Okay, der war easy. Der ist nicht viel drauf, fand ich. Ach, noch mehr Geld, das ich nicht brauche. Die Gunst des Blitzes. Den Schaden von Gewitter. Ich weiß nur, wisst ihr, welcher Angriff das ist, ne? Ich habe es nicht drauf geachtet, was für ein Level war der. Aber wenn die Gegner nicht irgendwie hochleveln, ist klar, ne? Also die offizielle Artwork von Krieger des Lichts, den Hauptcharakter aus dem ersten Final Fantasy, also für promotional Sachen irgendwie als Hauptcharakter, so einen richtigen Hauptcharakter gibt es ja im ersten Teil nicht, wo man sich also eine vierköpfige namenlose Truppe erstellen muss, aber in so Sachen Werbung und so Repräsentation wird oft über der Krieger des Lichts benutzt. So ein Typ mit so einer bläulichen Rüstung, weißen Haaren, blasser Haut. Also die ganzen Artworks so von den ganzen Final Fantasy Spielen. Die sehen alle sehr, weiß nicht, künstlerisch aus. Die Charaktere sehen dann immer irgendwie so richtig blass aus, mit weißen Haaren und so dunklen Lippen. Und irgendwie so sieht er aus.
Weißt du? Geist. Toast. Ghost, Ghost. Toast. Weißbrot. Ja, ich glaube, das Spiel hat irgendwie vergessen, seine Gegner hochzuleveln. Ich werde jetzt hier wieder voll frech, ne? Ich weiß genau. Keine Ahnung, irgendwann wird das Spiel wahrscheinlich schwieriger, ne? Weil man sie alle gegen alle 40. Sind die auch noch Gegner? Nein, okay. Also wenn ich hier hochgehe, dann auch Gegner. Oh, ich gehe zum ersten Mal die Treppe hier hoch. Oh, schade. Ja, okay. Wäre ein bisschen doof gewesen, ne? So. So. Was? Courage. Einige Gegner benutzen die Fähigkeit Courage, um die Angriffskraft eines Verbündeten zu erhöhen. Okay. Ja, du. Lass das. Ah, ich wurde gerade getroffen von irgendwas. Ja, mit der Stärke werdet ihr allein nichts anfangen können, wenn ihr tot seid. Okay, was ist hier los? Erstmal Pause machen hier. Erstmal Pause machen hier, ne? Ja, ich verprügel den Geist. Meinen bloßen Fäust. So. Komm zu mir. Nur noch einer nehmen. Schämen. Für was tust du dich denn schämen? Okay. Ich war eigentlich bereit hier zum Kontern, aber. Wenn du halt nichts machst, dann ja, mache ich halt ein bisschen mehr. Ja, das ist wie so Augen. So ein Mund. Kopka! Voll AP. Ja, wieder so ein Raum. Schon wieder so ein Viech. Ein Lick. Ah. Ah. So, er ist schon tot. Ja. Ich hab doch gedrückt. Ja, ich habe schon wieder gedrückt. Ja, ist so weit entfernt. Ja. Aha, daneben. Ja. Ah, ich bin schon wieder einen Schritt zu weit. Nein. Ja. So. Mach ich die nächsten Bleiste direkt schon wieder kaputt, ey. Okay. Lange kann man denn blocken eigentlich? Hat gerade die Mitkosten oder so gehabt? Ein bisschen noch, ich habe eine Trophäe gerade bekommen dafür.
war es doch schon mal wert. Ja, ich brauche meinen super Angriff nicht dafür. Aber warte, mein Hund war gerade verwandelt. Oh, jetzt ist wieder vorbei. Okay, hat er mich gerade voll geheilt? Ich glaube, da habe ich gerade voll geheilt. Also mein Hund. Hallo, na? Gucker? Titan? Ultima? Sid? Sieht nach dir aus, Kupka. Aber wo bist du hin? Ich glaube, wir haben ihn gefunden, ne? Weil wir schon hier sind, ne? Er ist im Heiligtum. Doch, einfach an der Schatztruhe vorbeigelaufen. Komm, Torgal. Kunst der Erde. Ich meine, ich wechsle sowieso nicht meine Ausrüstung, aber. Guck mal, was hier noch alles liegt, ne? Sind direkt. Warte mal, hier gibt es zwei Türen. Ist nicht hier irgendwo? Nö. Naja, von wo kam ich jetzt hier? Hier oder da? Ich meine, die große Tür, da muss ich hin, ne? Nein, von hier kam ich. Jetzt dauert es ein bisschen, mal leicht gegen Titan ein bisschen catchen, ne? Freue ich mich schon. Und Ifrit scheint ja auch irgendwie voll der Brawler zu sein, so ein bisschen in diesem Spiel. Von daher wird er bestimmt lustig. Es wird ein Drunken Brawl zwischen zwei Aspen. Mein Gott, sind da viele. Alle einsammeln, alle einsammeln. Alle begraben, alle begraben. Huak! Heute ist echt nicht dein Tag. Au! 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 Du! Also ein so ein Typ, ne? Ich hau ja irgendwie so fünf Leute auf einmal weg, ne? Und da kommt so ein Typ. Sticht mich einfach. Nein, daneben. Warum triffst du mich da nicht, Mann? Ich hab das voll abgewehrt. Ich glaube, das funktioniert ja auch damit, ne? Ja. Mach ich mal alle platt. Oder ein paar von euch wesen. Dieser Elektro-Sound, der aus meinem Controller kommt, ne? Keine Angst, Alter, ich höre deinen Angriff. Hoffentlich waren es die letzten. Warum war ich denn wieder voll AP? Tutorial hat mich manchmal hier voll heilen. In seiner Superform. In seiner Fenrir-Form.
Warum stellt er sich sie ja nackt vor? Ich brauche ein größeres Schwert. Mein Gott, nehmen wir zu den ungünstigen Zeitpunkten. Klar.